Interessant. Oh mein Gott. Das ist jetzt gerade so frustrierend. Ich war eigentlich jetzt absolut überzeugt, dass das passt. Oh nee. Du willst jetzt die Wand zum Schneemann machen. Ja, vielleicht klappt es und die Wand wird eingefroren. Ja! Das war knapp. Oh Gott. Das war garantiert die Walnuss. Ja. Hätten davon auch noch eine mitnehmen sollen. Aber gut, hat ja jetzt auch so funktioniert. Jetzt machen wir unseren coolen Siegertanz. Ich bin am Ende. Ich mag dieses Spiel nicht. Und weiter geht's. Bogen aufbehalten. Nein, man. Ui. Ach so, klar. Guck mal, da steht Tantalus mit seinen zwei Bitches. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr diejenigen mit dem Mannerschwert seid. Ich werde Heidi und Hagen mitnehmen, ihr könnt ja die Dorfbewohner haben. Ja, wie? Halt! Nein! Hagen! Heidi! Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Bis dann, ihr Hübschen. Da haben wir gerade etwas über den Tantalus erfahren, was wir nicht wussten. Meine Katze ist weggelaufen, wo ist sie nur? Was ist so? Ich kenne euch doch, oder? Sicher kommt ihr, um mich abzuholen, oder? Ja, du kommst jetzt ins Arbeitslager. Hallo Teddy, wo sind wir hier? Ist Heidi auch da? Heidi ist bei Germany's Next Topmodel. Wo bin ich eigentlich? Ach ja, ich saß gerade auf der Toilette. Das wollte keiner wissen. Das ist Victor. Den kenn ich doch. Victor! Oh, Troy, tut mir leid. Tantalus hat mich hier festgehalten. Er gehört zum Imperium. Ich glaube, das wissen wir. Das Imperium versucht verzweifelt, an die Mana-Energie ranzukommen. Warum sie jetzt auch den Leuten die Energie entziehen, weiß ich nicht. Ich vermute, dass Tantalus noch mehr im Schilde führt. Der Typ ist unglaublich schlau. Also was der da alles rausdeutet, das ist... Boah. Ich ahne Fürchterliches. Wir sollten uns beeilen, das Imperium aufzuhalten. Nö, ich lasse mir damit noch 2 Wochen Zeit. Geht ihr zu Aquaria? Ich begebe mich in den Lava-Tempel. Junge, da waren wir schon. Was willst du da? Ach, Kacke. Hallo. Wir waren da. Ach, du gehst jetzt mal weg. Ja, ich will mir das nicht gefallen lassen von Victor. Ich will nicht. Na gut. Gehen wir da erstmal zum König, oder? Vielleicht lässt er was springen. Achso, wir haben ja sein Volk gerettet. Eben. Mit unseren coolen blauen Waffen. Des Eises. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht zu Berti. Hieß der Berti? Hieß der Berti, der Schmied? Was, Berti Vogt? Der Schmied. Achso. Hieß der so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Secret of der Mana oder Secret of Mana 2 war. Der Grummelzwerg. Achso, König, wir haben dein Land gerettet, wir haben dein Volk befreit, deine 6 Gefolgsleute. Lass was springen. Aber hallo, ey. Ich finde deine Orientierung genial. Ich bin eine Frau. Muss ich mehr sagen? Ach ja. Immer diese Vorurteile, ne? Echt schlimm mit mir. Ein Wunder, dass unsere Zuschauer gerade mal so 5% weiblich sind. Das könnte auch einfach daran liegen, dass... Wegen dir. Es ist alles wegen dir. Okay, wenn du es sagst. Ja. So. Dies ist das Schlafzimmer des Königs. Ich glaube, die Wache spricht männlicher. Ach so, ich dachte, es wäre die Königin. Ihr habt es geschafft. Endlich ist der Albtraum vorbei. Du hast ihn gesprochen, aber egal. Alles ist normal. Victor hatte recht mit dir und dem Schwert. Aber ihr müsst jetzt weiter, nehmt den Schatz. Siehste, hab ich ja gesagt. Er gehört euch. Wir haben diesen Schatz für den Mana-Ritter bewacht, also für dich. Coole neue Sachen, yeah! Okay, wo ist die Wache gerade hin? Die ist weggetunnelt. Okay, ich wähle Kaufäuste. I choose you. Schwertorb. Oh, nett. Nice. Level 3 bringen. Ja. Haben. Ich hab's dir gerade zugespielt. Wow. Das ist genau das, was wir brauchen. 50 Goldmünzen. Also ich hatte irgendwie auf cooleres Zeug gehofft. Na, immerhin. Hier unten sind denn die ganzen Orbs, oder was? Anscheinend. Bisschen auf Kevins Kopf rumhauen.
Ja, wow. 200 Gold und 2 Orbs, ne? Interessant. Der König ist sehr vermögend. Ja gut, jetzt kann man aber doch wieder zu... Wer ist das? ...dem Schmied gehen. Das ist Frau Rosa H. Sie macht die Betten hier. Guck, ob mein Vater mal wieder da ist. Der ist doch weggerannt. The answer is no. Immer noch Zigaretten kaufen. Eieiei. Der kommt aber noch wieder, keine Sorge. Der hat dich lieb. Ja, sollen wir jetzt erst zum Schmied gehen, oder? Wo sollte man sonst denn zum Wassertempel? Ja, würde sagen. Ist eigentlich egal, was, denke ich. Wo wir halt zuerst sind. Wir haben eh keine Ahnung, wo wir langlaufen. Ja, wir gehen eh zu einem Kanoni, oder? Ja. Kein Bock, das Ganze zu laufen. Da haben du recht. Moment. Du hast recht, verdammt. So. Ja, und dich über meinen Orientierungssinn mockieren. Ja. Schlafen? Jo. Ich weiß es nicht. Also speichern auf jeden Fall, aber ob wir schlafen müssen, ist die andere Frage. Ja, müssen wir. Ja, müssen wir. Was haben wir so alles verschwendet? Keine Ahnung. Lalalala. Genau, die Heilaura bringt's. Kraftwasser, sorry. Ich bezwecke damit was ganz anderes. Ja, du willst dich aufleveln. Ja. Ich denke mit. Gut, toll. Wir hatten zwei Bonbons. Bonbons. Oder so, ne? Ein Lebensfass hatten wir das verschwendet? Ja. Mindestens eins. Ja, eins. Eins. Die haben wir auch noch voll, ja. Gut. War gar nicht so schwer, der Boss eigentlich, ne? Dank den Zaubern und unseren beiden kritischen Angriffen am Anfang. Sonst wäre das ziemlich übel geworden. Also viele Möglichkeiten hatten wir nicht mehr, da Schaden zu machen. Ja, aber das ist doch mal wieder. Das ist unglaublich, wie die alle direkt, oh Gott, da ist eine Frau, muss haben. Das ist wie im Internet, weißt du, kaum taucht da eine Frau auf, alle, huah, huah. Das finde ich auf YouTube immer toll, immer wenn irgend so eine, wenn irgendein Mädchen so ein Cover hochleer ist, kann so scheiße sein, wie es sein will. Solange die gut aussieht, steht da und drunter nur positive Kommentare. Finde ich ja echt dreist. Ich als Kerl hab's dann natürlich viel schwerer, wenn ich da Musik hochlade. Naja, schmink dich, gib dich jetzt jemand anderes aus. Versuch's. Ja, reden wie eine Frau kann ich schon, ne? Ja. Aber das Thema ist eh lustig. Vor allem, wenn du irgendwo in Chats bist, wo meistens nur Jungs sind. Und dann kommt eine weibliche Person dazu. Es ist genial zu beobachten, wie manche Leute sich dann verhalten. Ja, entweder unglaublich nett und oh Gott, ich muss Aufmerksamkeit erregen, die muss mich mögen. Oder es gibt dann die Leute, die einfach ja total angepisst sind, dass jetzt jemand da ist. Und erstmal entweder voll ignorieren oder einfach fies und gemein sind. Echt, das habe ich noch nie erlebt. Nicht? Nee. Ey, irgendwie Neid, oh Gott, jetzt ist ein Mädchen da, es verliebt die ganze Stimmung, ich hasse das, ich muss da was gegen machen. Ich hab schon alles erlebt, das ist der Wahnsinn. Gab's nicht noch irgendwas? Ich hab da schon mal drüber geredet, das war lustig. Es gibt natürlich auch vereinzelt Leute, denen das einfach komplett egal ist und die einfach ganz normal behandeln. Richtig, so wie du, Try. Ja, toll, ne? Wir wissen ja alle, wie du zum weiblichen Geschlecht stehst. Ja, viel, viel positiver als du. Ja, warte mal. Warte du mal, bis du die sämtliche negativen Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, hinter dich gebracht hast. Dann reden wir nochmal. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Das war zu viel. Übrigens, Sag mal, wo laufen wir hier eigentlich gerade hin? Das wollte ich dich gerade fragen. Jetzt können wir eigentlich auch genauso gut gerade zum Lava-Tempel laufen, weil der ist nämlich direkt da unten. Jo, machen wir das. Ach ja, wir und unser Können. Dafür haben wir doch die Reise wenigstens sehr kurzweilig mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Übrigens bin ich gerade übelst verspannt am Nacken. Au. Wir bräuchten irgendjemanden, der uns so Essen und Trinken gibt, Massagen verteilt beim Let's Playen. Sobald wir Erfolg haben oder falls einer von euch Abonnenten das machen will. Kein Ding. Ja, das vor mir ist ja. Bezahlung ist dann einfach, ihr dürft bei uns sein, ihr dürft uns angucken und ihr dürft in unserer Awesome Aura baden. Und ihr dürft als Erster sozusagen die Aufnahmen sehen. Unglaublich, oder? Also wer das nicht will. Oh nein, dann sehen ja die ganzen Zuschauer, was wir mal alles wegschneiden. Boah! Immer musst du die Wahrheit sagen, das ist so schlimm. Nein, wir schneiden ja nicht. Nö. Generell nicht, ne? Nö. So aus Prinzip. Nö. Sieht man ja in den letzten
Also zuerst, ich denke mal an den 30 Videos, wo wir bescheuert durch die Gegend laufen und versuchen rauszufinden, was wir eigentlich genau tun sollen, weil wir den Trigger nicht gefunden haben. Sag mal, Gnom, komm mal mit. Meine Fresse aber auch. Ich glaube, es ist ein Kobold. Hab mal vergessen. Koboldmädchen. Gnome sind bestimmt auch wieder was anderes. Ich habe keine Ahnung. Gibt so viele. Wackel, dackel, dackel, wackel, wackel, dackel, dackel, wackel, dackel, dackel, dackel.